willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und was wird passieren? Heißt es vielleicht bald Ramses der Dünne? Denn ich habe ja diese Challenge an mich selber gestartet, dass ich gesagt habe, ich will einen Monat lang kein Bier mehr trinken, beziehungsweise einen Monat lang gar keinen Alkohol. Stattdessen nur noch Wasser, aber nicht irgendein Wasser, sondern nur noch Leitungswasser. Dann habe ich dazu gesagt, ach komm, am besten esse ich auch den ganzen Monat nichts. Obwohl ich gedacht habe, man kann nur 3 Wochen ohne Nahrung überleben, dann ist man eh tot. Ein Monat ist schon ein bisschen viel. Deswegen habe ich gesagt, esse ich einfach grüne Gurke jeden Tag. Das ist auch nur Wasser. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, dass ich irgendwas gekaut habe. Ist aber totaler Quatsch. Und ich möchte euch jetzt auch nichts vormachen. Es ist nämlich nicht so. Es ist nämlich anders. Denn kurz nach dem Video haben mich so viele Leute angeschrieben, haben gesagt, Ramses, mach das nicht. Das ist Quatsch. Du nimmst sicherlich dadurch ab. Aber du machst deinen Körper auch komplett kaputt. Sabrina hat mich da angeschrieben, der Dulli Squad hat mich angeschrieben, der Biala hat mich angeschrieben. Mich haben so viele Leute da versucht, zu Maßregeln auf den richtigen Weg zu bringen. Wenn ich jetzt jemanden vergessen habe, tut mir das leid. Auf jeden Fall hat mir jeder so ein bisschen was von sich erzählt, wie die das machen, was die da so schon mal durch haben, was die für Erkenntnisse haben. Deshalb bin ich jetzt auf den Weg gekommen, nur Gurke zu essen ist sinnlos. Ich will ja keine Muskelmasse abbauen. Ich will ja eigentlich ein bisschen abnehmen, aber eigentlich auch ein bisschen Sport machen. Eigentlich eher Muskelmasse aufbauen, das Fett in Muskeln umwandeln. Denn ich bin ja so ein richtiger Wonneproppen, ne? Da ist schon was dran. Wenn man das umwandelt, sehe ich aus wie Arnold Schwarzenegger. Bestimmt. Und deshalb habe ich mich jetzt hingesetzt. Dieses Video mache ich jetzt ca. 10 Tage später und möchte euch mal kurz zeigen, wie es bei mir momentan so aussieht, wie so ein Einkauf bei mir aussieht. Ihr wisst ja, Ramses der Dicke, immer nur Döner, Pizza, Pommes, McDonald's, Bier, Schnaps, alles Mögliche. Vor allem eigentlich müsste es ja schon reichen, keinen Alkohol mehr zu trinken. Das macht bestimmt schon viel aus, einen Monat lang zumindest. Obwohl ich gehört habe, der Dulli hat gesagt, wenn Alkohol, dann trink mal einen Whisky, das ist nicht so schlimm, aber alles andere, so gemischte Sachen oder mit Cola irgendwas gemischt, Cola Bier oder Cola Whisky oder keine Ahnung, oder irgendwelche Schnäpse oder irgendwelche anderen Sachen, alles Mist, lass das alles weg, das Einzige, was gut ist, ist Whisky. Also am besten jeden Tag jetzt eine Flasche Whisky trinken, aber es heißt ja kein Alkohol, deswegen ist das nicht die Lösung. Ich möchte euch jetzt aber mal zeigen, ich komme nämlich gerade vom Rewe, ich war mit der Mom mal wieder einkaufen, was ich mir jetzt gekauft habe. Zuallererst eine Packung Eier, beziehungsweise sind das eigentlich 2 Packungen Eier, weil in einer Packung sind 6 Stück, da sind 2 Packungen immer so aneinander geheftet. Immer schön verarschen, ihr geht hin und denkt, was, 1,49 für so 2 Packungen? Genial, und dann bezahlt ihr einfach das Doppelte, weil eine Packung kostet ja 1,49. Und ihr nehmt automatisch 2, weil die zusammenhängen. Sabrina hat immer gesagt, ich soll nicht nur Gurke essen, ich soll wenigstens ein Ei abends dazu essen zur Gurke. Das ist gut. Und weil Eier sowieso gut sind, habe ich mir gedacht, werde ich jetzt, wenn ich abends Abendbrot mache, auf jeden Fall mir immer ein Ei mit reinzwirbeln. Daher also die Eier. Dann, was habe ich mir noch gekauft? Einmal hier Paprika. Da ich jetzt vorhab, abends nicht nur Ei zu essen, sondern abends mir irgendwie immer so eine Art Salat zu machen. Und was kommt in den Salat rein? Zum Beispiel Paprika, genau. Deswegen habe ich die mitgenommen. Dann haben wir hier ein Tütchen mit Eiweißbrot. Ihr wisst, keine Kohlenhydrate am besten, denn wenn die Kohlenhydrate nicht abgebaut werden können, weil keine da sind, geht es an die Fettreserven. Also habe ich mir mal das Eiweißbrot geschnappt und habe letztens schon mal probiert, frühs, ich hatte nämlich noch welches da, einfach eine Scheibe Eiweißbrot zu essen. Und dazu nichts. Dann habe ich es anders gemacht. Dann habe ich mal Eiweißbrot gegessen und so eine Packung Dorschleber. So ganz so ein kleines Döschen. Einfach nur so ein bisschen so das Brot dazu und den Fisch. Fisch auch immer viel. Proteine, Eiweiß, keine Ahnung, was auch immer. Eiweißbrot, viel Eiweiß. Müsste also okay sein. Halt nicht die ganze Packung mit einmal. Da habe ich auf jeden Fall eine mitgenommen. Dann habe ich aber noch eine 2. von Harry, einfach mal zum Vergleich, wie das schmeckt, welches da besser ist. Also nochmal Eiweißbrot von Harry. Das hier war von Meeste Macher, auch Eiweißbrot. Dann haben wir
Einmal Thunfischfilets. Thunfischfilet im eigenen Saft. Eigentlich mag ich gar keinen Thunfisch, aber gerade wenn ich mir so einen Salat zurecht machen möchte, kann da ja auch ein bisschen Thunfisch mit rein. Thunfisch und Paprika haben wir bis jetzt schon für den Salat. Und dann habe ich gesehen, für den gleichen Preis gab es auch Thunfischstücke in pikanter Dressingsoße mit Gemüsebeilage. Ich weiß jetzt nicht, ob die Dressingsoße so schlimm ist. Aber ist auch Gemüse mit dabei und pikant, klingt auf jeden Fall auch gut. Also zwei Dosen Thunfisch. Dann haben wir hier eine Packung Cherry Roma Tomaten. Auch natürlich für den Salat oder mal abends beim Fernsehen. Kann man die ja so essen, kann man einfach die ganze Packung reinschlingen. Schmecken sehr gut eigentlich. Habe ich auch vorher schon öfters mal gegessen. Dann haben wir aber nicht nur eine Packung, sondern zwei Packungen von den Roma Cherry Tomaten. Obwohl da steht Cherry-Roma-Tomaten. Dann ganz wichtig, was ich brauche, wenn ich Gurken essen will, eine Gurke. Und das soll auch der Hauptbestandteil vom Salat sein. Eigentlich wollte ich Gurke nur klein machen und wollte mir Chiliöl drüber kippen. Aber dann kam ich auf die Idee, ich kann ja auch noch Thunfisch dran machen und eben diese Paprika. Deswegen habe ich mir nicht nur eine Gurke gekauft. Ich habe mir zwei Gurken gekauft. Dazu gab es eine dritte. Und weil, ihr kennt ja das, ne, ein Tisch mit drei Beinen, der kibbelt nicht, aber der Tisch kibbelt, der hat nämlich vier Gurken. Das heißt, ich habe mir vier Gurken geholt. Das ist wieder mal sehr logisch. Dann geht's weiter mit, was haben wir noch? Eiweißbrot. Ich habe nämlich eine dritte Firma gesehen von Pema, nicht Penner, Pema Eiweißbrot. Auch nochmal so, damit man immer irgendwas dazu hat, zu irgendwas. Dann habe ich hier gesehen, Surimi-Sticks, ready to eat. Auch so als kleiner Snack ist ja eigentlich so Fisch-Eiweiß, Fleisch, Fisch-Fisch-Muskel-Eiweiß. Müsste okay sein, glaube ich nicht, dass das was Schlimmes ist. Gibt es ja auch noch mit Dip, mit so Cocktail-Dip und allem anderen drum und dran. Ich habe das jetzt einfach so gemacht, entweder so zum Essen oder vielleicht auch mal mit in den Salat mit rein. Wursten. Dann haben wir noch, genau, eine Dose Dorschleber, was ich letztens schon gegessen habe. Ist übelst ölig und schmierig und im eigenen Öl und Saft. Ohne Zusatz von Enzymen. Dorschleber war immer das Highlight mit dem Ditschen. Wir haben uns das so lustig drüber gemacht. Er hat sogar mal eine Dose Dorschleber als Profilfoto gemacht. Die nehme ich auch noch mit, mal so zum Verzehren. Die würde ich auf jeden Fall nicht an den Salat machen. An den Salat dann, wenn schon, nur den Thunfisch. Denn den Thunfisch so möchte ich gar nicht essen. Dorschleber so ist schon okay. Dann haben wir eine Möhre. Eine zweite Möhre. Und irgendwo müsste eigentlich noch eine dritte Möhre sein. Vielleicht ist sie auch verloren gegangen, egal. Ich lege das mal jetzt hier hin. Nehme den Sack nochmal hoch. Ach, hier ist sie. Hier ist die dritte Möhre, ne? Wie kennt ihr das hier? So die Nase auf jeden Fall vom Schneemann. Dann haben wir noch, ganz wichtig, habe ich hier Balkankäse. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler ist. Irgendwo wird sicherlich ein Fehler eingebaut sein. Aber Balkankäse eben. So Käse, Ei, Gurken, an den Salat vielleicht mit dran. So eine halbe Packung vielleicht klein schneiden. Natürlich nicht zwei Packungen mit einmal. Ihr müsst ja nicht den Mega XXL Riesensalat machen, aber einfach mal Balkankäse. Müsste vielleicht okay sein. Den schmeiße ich mir jetzt mal hier hinten hin. Zack. Und. Dann habe ich, das ist schon der Schluss, weil manches mir immer so nach nichts schmeckt und ich es gerne würzig mag und ich ja so Chiliöl da habe, was ich mir letztens auch irgendwo dran gemacht habe, das aber bald leer ist, habe ich mal geguckt, habe Tabasco gefunden und neben dem normalen Tabasco gab es jetzt hier von dieser Sriracha, die immer diese fette Chilisoße machen, gab es von Sriracha jetzt auch Tabasco in so einer Drückflasche, nicht diese Glasflasche, die ihr normal kennt. Das auf jeden Fall noch mit. Vielleicht auf den Salat oben ein Spritzer drauf, dass das noch ein bisschen Würze hat. Vielleicht ist das aber auch das Schlimmste am ganzen Einkauf. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Sriracha, Tabasco, Brand, Soße noch oben drauf. Jetzt natürlich mal die Frage an euch. Ihr habt das ja jetzt alles gesehen. Wie findet ihr den Einkauf? Ich kenne mich ja nicht aus. Kennt ihr euch aus? Was ist gesund? Was ist nicht gesund? Was kann man essen? Was sollte man weglassen? Und überhaupt,
Ist der Balkankäse vielleicht fehl am Platz? Ist es vielleicht die Dorschleber? Ist es das Eiweißbrot? Sind es vielleicht die Surimi-Sticks? Oder ist es doch einfach nur das Tabasco? Sagt ihr, der Einkauf ist gesund und da passt alles? Die Leute gerade, die mich angeschrieben haben und die das sehen, die können mir ja mal Rückmeldung geben. Oder passt irgendwas nicht? Was ist das Beste hier vom ganzen Einkauf? Was hättet ihr auch gekauft? Und was hättet ihr niemals gekauft? Was ist das Schlimmste in diesem Einkauf? Schreibt's mal in die Kommentare, ich bin gespannt. Ich muss mal gucken, wie das jetzt so weitergeht. Natürlich weiterhin nur Mineralwasser trinken, also aus der Leitung, also Leitungswasser trinken. Rohrperle, hat der Ditschen immer gesagt. Und ich werde mir abends jetzt also immer versuchen, irgendwie so einen kleinen Salat zu machen und frühs halt sehen, dass ich so ein, zwei Scheiben von dem Eiweißbrot esse, vielleicht mit etwas Fisch dazu oder. Ja, keine Ahnung, dann fehlt es auch schon. Und einen Schlemmertag darf man sich ja, glaube ich, erlauben. Das heißt, wenn ich für Ramses Kitchen mal was aufnehmen will, muss ich mir einen Tag raussuchen, vielleicht den Samstag, da mal fein essen gehen, Burger testen, gleich Ramses Kitchen Folge drehen, schnell heim, noch gleich diese neue Limonade testen, damit ein Tag richtig komplett gegen den Strich geht, aber alles andere. Aber mal gucken, wann wir das machen, ob wir das nach dem Monat machen oder in dem Monat noch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das aussieht nach einem Monat, wie es mir so geht, wie ich das so durchhalte. Auf jeden Fall hat man jetzt viele Möglichkeiten, selbst irgendwas mal zusammenzubasteln oder Sachen zu essen, die man vorher nie probiert hat. Ich finde es auf jeden Fall interessant. Ihr vielleicht auch, wenn ihr noch Tipps habt oder irgendeine Meinung dazu, schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.